April, April oder doch nicht? Mit 126 Kilowattstunden am 28. April, einer der besten Tage ever. Mal schauen, was den Monat sonst noch so gegangen ist. Aber jetzt mal steige mir erst auf mein Dach. So, jetzt sind wir schon oben auf dem Dach. Richtung Osten. Genau diese Richtung jetzt, da geht die Sonne auf, hinterm Wald, überm Wald, ganz schön flach. Die erste Sonnenstrahle werden schon vom Süddach mitgenommen und Ostdach. Dieses Schuppendach und das Giebeldach vom Nachbarhaus, das beeinträchtigt im Januar ein bisschen die unteren Paneele, sind aber jeweils nur 2 Stunden maximal. Also das ist jetzt genau Richtung Süden, die Ausrichtung. Und jetzt schwenken wir langsam in den Westen rein. So, genau in jetzt gucken wir Richtung Westen. Da geht die Sonne unter. Die Nachbarhäuser sind auch kein Problem. Hier schwenken wir es dann auf mein Westgaragedach. Auf der anderen Seite das Ostdach. Und darunter noch das weiter zu belegende Dach. Das wäre noch eine Idee. Mal gucken. Schwenken wir zurück. Zurück über Emmingen. Und gehen nochmal direkt auf die Südanlage. Und was man da jetzt auch noch sieht, ist Sonnensegel auf der Terrasse. Kurzer Rundflug über meine Anlage, 18,75 kW, Aufteilung Richtung Süd, das große Dach, wo ihr gerade seht, 30 Mal. Dann die Richtung West sind dann 10 Module und Richtung Ost dahinter, seht ihr auch gleich, sind nochmal 10 Module. Das sind 50 Module mit 375 Watt, Solarfabrik Mono S3, 120 monokrystalline Halbzellenmodule und die hängen an einem Fronius 17,5 3M Wechselrichter ohne Speicher. Hier diese Dachfläche, die ihr seht, die kann noch später belegt werden. So, meine Freunde, da wäre ich wieder. Hoffe, euch hat den Spaziergang übers Dach gefallen und ihr seht, wo bei mir die Sonne herkommt. Dann würde ich doch sagen, gehen wir mal auf mein Excel-Sheet. So, da wären jetzt wieder die ganzen Auswertungen über die 9000 Datensätze, 8671. Und schauen wir gleich mal. 123. Am 17., 121 am 18. und 126,29. Das ist der beste Tag, den ich seit Inbetriebnahme der Anlage habe. Das war am 28. Im April haben wir erwirtschaftet 2086 Kilowattstunden und mit einem Ergebnis von 111,8 Kilowattstunde pro kW Peak. Ist doch ganz ordentlich. So, muss man gucken. Gehen wir weiter runter. Kommt hier der Graph. Okay, nochmal zu meiner Dachfläche. Das Hauptdach, Südausrichtung mit 60% Dachfläche. Die andere 40% der Dachfläche ergeben dann die Ost-West-Anlage. Und im prozentualen Abteil im April, die 60% Hauptfläche habe 63,88%
erwirtschaftet und die 40% Restfläche, also Ost-West, morgens, abends, zusammen 36%. Also schon nähert sich ja ziemlich gut an. Ich hatte ja auch mal gesagt, Kit, die Werte aus dem Vormonat. Ihr seht ja selber 63,8 und im März war es 69,4%. Also die Hauptanlage hat mehr erwirtschaftet. Warum ist das so? Im Winter ist die Sonne flach und da bekommt meine Ost-West-Anlage weniger Sonne ab. Im Februar war es noch gravierender. Da waren wir knapp bei 30%, wo die Ost-West-Anlage gemacht hat. Und jetzt sind wir schon bei 36. Und im Januar, da waren wir bei 22%. Also die 40% Dachfläche der Ost-West-Anlage durch die Eigenverschattung vom Haus und die flache Sonneneinstrahlung über Süden hat halt nur die 22 gegeben. Jetzt im Sommer steigt die Sonne immer höher und trifft dann morgens und abends mehr auf der Ostfläche auf. Okay, gucken wir uns mal noch den Graphen vom letzten Monat an. So. Hier seht ihr zum Beispiel die Südanlage und hier die Ost-West-Anlage. Gibt zusammen diesen Peak. Also Gesamtergebnis. Die Erzeugung, so jetzt seht ihr es, hier Gesamterzeugung ist der grüne Balken und Südanlage ist gelb und Ost-West-Anlage ist die rote, der rote Balken. Wie gesagt, hier der letzte, 28. war der beste Tag mit dem höchsten Peak. Und das war nochmal. Hier die 126,29 Kilowattstunde pro. Und hier der Ertrag war die 6,73 Kilowattstunde pro kW Peak. Ja, okay, das wäre es mal von der Seite aus. Dann gehen wir mal auf den Fronius Wechselrichter rüber und schauen mal da rein. So haben wir wieder die gleiche Kurve. Hier meine 2086,9. In meiner Auswertung war es 2088. Rundungsfehler über Tabelle. Ich weiß es nicht wirklich. Aber nicht so tragisch. Gibt Schlimmeres. So. Ah, jetzt bin ich ein bisschen im Weg. Ist besser. Leistung vom Netz machen wir mal raus, das interessiert uns mal noch nicht. Okay, der 1.4. 1. April, April, nein, bin zufrieden. Hier sieht man schön das Grüne, die Südanlage, das Blaue ist die Ost-West-Anlage und zusammen Gesamtergebnis.
wieder schöne Löcher drin, Sonne war mal wieder verschattet. Mal schauen, ob man eine schöne Kurve findet diesen Monat oder letzten Monat. Ich glaube es nicht so ganz. Hier auch wieder genau das gleiche Bild. Morgens ab. Neun Uhr. Vierte, vierte. Es ist ein bisschen in Form zu erkennen. Hier sind wir immer unter den 16. 14,33. Hier unten links seht ihr es. Hier unten steht es dann, wenn ich mit der Maus drüber bin. Der Peak war bei 14,33 Kilowattstunde. Hier scheint mal ein super Peak drin sein, 14,8 Kilowatt gesamt. Der April war eher durchwachsen. Ihr seht es an der Kurve. Die sehen alles andere als toll aus. Hier seht ihr, was ich tatsächlich gemacht habe an dem einen Tag, 20 Kilowatt. Nochmal 20 Kilowatt, sehr schlechter Tag. Für meine Verhältnisse, die Sonneneinstrahlung von morgens bis abends ist durch nichts beeinträchtigt. Hier haben wir krauses Hoch und Runter mit 60 Kilowattstunde, 56 nochmal, 10.4. Jetzt wird es interessant, das ist doch mal eine Kurve, die sich sehen lässt. Stäbchenwolke, nehme ich mal an, aber ihr seht hier, Mitte April, gehen wir der Produktion schon bis 19 Uhr rüber. Uhr und fangen morgens 7.05 Uhr an. Kilowattstunde. Jetzt geht es langsam rauf. Aber immer der ganze Tag noch diffus Licht. Es kommt viel Strom rein eigentlich, aber richtig Sonne ist nicht. Und hier ist mal wieder eine kräftige Dunkelphase, weil es war vielleicht ein Gewitter, wo da gekommen ist. Und hier sieht man auch wieder mittags ab 14.15 Uhr war totaler Einbruch. Wahrscheinlich ein regnerischer Nachmittag. Ja, ein Hoch und Runter, dass einem da nicht schwindelig wird bei der Kurve. 16.04. mit 66 Kilowattstunde. So, 123,9 Kilowattstunde. Das ist eine schöne Kurve. So mag ich sie haben. Achtzehnte, 121, schön die kleinen Peaks, wo da drin sind. Ich kenne es sonst andersrum, dass ein kleiner Einbruch ist von der optimalen Kurve, aber da sind vier Ausreißer nach oben drin. Lustig, 121 Kilowatt.
19.04.112 Kilowattstunde. Mittagseinbruch 12:35 bis 13:30. Hier war morgens mal ein Einbruch um 8.05 Uhr. Das ist schon ein sehr schöner Tag. 120 Kilowattstunde. Mittagseinbruch haben wir öfters hier bei uns. Morgens ist noch kräftig Sonne. Mittags macht das Wetter einfach zu. 107 Kilowatt lässt sich aber durchaus sehen. Hier sieht es aus wie bei einem Erdbeben. Auf der Richterskala. Hier auch nur mit 24 Kilowattstunden. Immerhin 45, morgens und mittags mal ein Peak drin. 26 steht. Ja, nicht so das Gelbe vom Ei. Dann 27 steht mit 78. Und 28.04. war the best day ever. 126,29. Seit ich die Anlage in Betrieb habe. Der 29. ist wieder, sieht recht schlecht aus, aber sind immerhin 100 Kilowattstunden. Der 30.04. 41 Kilowattstunden. Und der 1.05. interessiert es mal nicht. Gehen wir wieder zurück. So, haben wir jetzt Anfang der Erzeugung. 6.35 Uhr bis Ende 20.40 Uhr. Das ist doch zum Vergleich vom 1. April. Da haben wir angefangen mit 7.45 Uhr und Ende war 19.15 Uhr. Sind immerhin eine Viertelstunde morgens früher angefangen und eine halbe Stunde abends länger Sonne. Gut. Gehen wir noch mal hier rein. Zum Vergleich. Im März 2308 und im April 2086. Laut PVGIS sollte ich haben 2090 oder 2088. Ich habe es jetzt gerade nicht im Kopf, aber eine Punktlandung würde ich sagen. So, das war also der Fronius. Mal den Analysebereich. Jetzt möchte ich euch nur gern aus dem Energiebereich die schöne Auswertungen zeigen. Ich finde die nämlich auch ganz toll. Da muss ich jetzt umziehen. Also immer Produktion ist es. Ihr seht auch meine Verbräuche. Gelb, Direktverbrauch. Blau, Netzbezug.
1.4. 23 Kilowattstunden. Das ist die Produktionsseite. Das ist natürlich ein trauriges Bild. Mit 5,8 Kilowattstunden. Am ganzen Tag. Da wird es happig mit der Wärmepumpe. 9,17 ist nicht besser. Ihr seht, meine Verbräuche tagsüber braucht man nichts dazu sagen. Das erkennt jeder selber. Hier sind wir bei 85 Kilowattstunden. Das ist schon mal was ganz anderes. Der 5.4. 43 Kilowattstunden. Ein schöner Peak zwischendrin. 13.40 Uhr. Zu dem Zeitpunkt 14 Kilowattstunden eingespeist, direkt verbraucht 0,69. 0,69 ist natürlich nicht viel. Spülmaschine, wenn sie nicht gerade heizt. Sowas vielleicht. 6.4. 47 Kilowattstunden. So, hoch, runter. Zwischendurch. Das sieht doch gut aus. Der Direktverbrauch 3692 Watt. Warum? Kann ich nicht sagen. Ein bisschen mehr darf produziert werden, dass man nicht ins Minus fällt. Hier passt natürlich ganz und gar nicht. Morgens um 10:45 war der höchste Peak, der High Noon sozusagen. Aber der Rest vom Tag, mau. Der 9.4. Immerhin 60 Kilowattstunden. Ist doch, kann man doch angucken. 10.4. 56 Kilowattstunden. Braucht man auch nicht dazu sagen. 112. Jetzt, so soll die Kurve aussehen. Mein Direktverbrauch tagsüber, der ist definitiv zu niedrig. Ich bin dran. Es geht weiter. Die Energiewende, meine persönliche Energiewende. 90 Kilowattstunden am 12.4. Das ist doch ganz toll. Am 13.4. 103 Kilowatt. Das war das eine Loch, wo man auf der andere Auswertung schon gesehen habe. 80 Kilowattstunden Nachmittag, Regen wahrscheinlich, Gewitter, hat es auch mal gegeben im April. April, der macht, was er will. Das Wetter ist immer schön durchwachsen bis nach der Eisheilige. Aber die sind jetzt Gott sei Dank rum und die Nächte sind auch nicht mehr so frostanfällig. 66 Kilowattstunden, prima, das passt. Schon April geht doch das ganz gut. Hier sieht man ganz deutlich, zwischendurch habe ich einen höheren Verbrauch gehabt, wie ich Einstrahlungserträge gehabt habe. Aber das ist kein Thema, das gibt es immer wieder. 124, das ist so klar. Hier freut sich mein Energieversorger, den ich meine Kilowattstunde quasi für lau schenke. 121, super Tag. Ja, das ist doch auch 112. Ist doch alles gut im Rahmen. 20. Passt. Abends ab 18 Uhr, 19 Uhr. Wieso so spät? Das weiß ich nicht. Warum so spät gekocht? Das Verbrauchsverhalten passt man natürlich ein bisschen
den PV-Strom an. Das ist ganz normal. Also hätte ich nie so gedacht. Ich habe immer gedacht, geht am Anfang, ist doch ganz egal. Hauptsache, ich habe eine Einspeisung und abends laufen eigentlich keine Großgeräte mehr bei uns. Außer es lässt sich nicht anders vermeiden. Hätte nicht gedacht, dass man tagtäglich auch in den Wechselrichter reinguckt. Aber nette Spielerei. 107 Kilowattstunde, 23. 22 war das, Entschuldigung. 23. 32, das ist kräftig abgefallen. Was ist denn das hier auf der linken Seite? Nachts. Vom 23.04. auf den 24.04. ordentliche Netzbezug gehabt. Ja, wer hat denn da wieder Fernsehen geguckt? Die Kids wahrscheinlich. Oder der Papa. 45 Kilowattstunde. Nicht besonders gut. Morgens und mittags der Peak drin. Das, ja, gibt halt immer solche Tage. 27. 78 Kilowattstunde. Ja. Jetzt best day ever. Das gefällt mir. Die Verbräuche morgens. Was ist das? Bis 9:10 Uhr war ich da im Homeoffice, habe ich da eine Maschine laufen lassen, irgendwie. Also morgens aufgestanden, die Sonne beginnt zu scheinen, produziert Strom und dann darf man auch verbrauchen, kein Thema. Und abends um 21:35 Uhr abends nochmal was. Auch nicht so tragisch. 29.14 100 Kilowattstunde und der letzte Tag, 30.14 41 Kilowattstunde. Also mir macht es immer Spaß, diese Auswertungen anzugucken. Ich hoffe, euch gefällt es auch. Was mir gerade noch einfällt, bei den Verbräuchen, die ich hatte, können wir mal kurz reingucken. Im Jahresverbrauch, da sieht man die Monate. Im Januar hatte ich 107 Kilowatt. Stunde selber verbraucht, Februar 122, dann im März 164 und im April 190 Kilowattstunde. Von der Autarkie her 27%, über 33, nach 46 und im April waren es immerhin 54%. Sprich, ich habe mehr Strom selber verbraucht, als ich vom Netz bezogen habe. Ganz nett die Auswertung. By the way, ich fange demnächst ein Gartenprojekt an. Bisschen mit Mauer, Wasser, Licht vielleicht noch ein bisschen. Was haltet ihr davon? Wollt ihr sowas auch mal sehen auf dem Kanal? Es dreht sich ja nicht nur um PV, sondern auch um mich persönlich und unsere Energiewende. Vielleicht gefällt dem anderen, ein oder andere das Gartenprojekt. Könnt ihr mir gerne in der Kommentare posten. Würde mich freuen über ein Like und gerne dürft ihr natürlich auch mich abonnieren. Vielen Dank.